Ingenieurinnen und Ingenieure hätten wir heute noch keinen Kaffee getrunken. Es wäre kein Zug gefahren, mit dem ich nach Bern gekommen bin. Und virtuelle Anlässe wie diese gäbe es auch nicht. Ingenieure spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung einer Gesellschaft. Und daher ist es umso besorgniserregender, dass in der Schweiz langfristig 50.000 Ingenieurinnen und Ingenieure fehlen werden. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass so viele dabei sind. Meine lieben Ingenieurinnen und meine lieben Ingenieure, meine lieben Gäste hier in Bellevue, Bern. Mein Name ist Christian Filz, ich bin Elektroingenieur und ich habe 2018 gemeinsam mit Daniel Löhr den Engineers Day ins Leben gerufen. Unser Ziel war es, den Ingenieurberuf sichtbarer zu machen. Umso mehr freut es uns, dass jetzt nach 3 Jahren aus dem Engineers Day ein stattlicher Anlass geworden ist, mit ganz wichtigen Unterstützern. Dieser Anlass, Ingenieurwerkstatt, findet virtuell mit Teilnehmern aus der ganzen Schweiz, ja, vielleicht sogar weltweit statt. Wir werden mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Verbänden, Medien darüber sprechen, wie und mit welchen Strategien der Nachwuchs und die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft gefördert werden können. Der Schweizer Engineers Day wurde 2020 mit dem World Engineering Day for Sustainable Development zusammengeführt. Damit macht die UNESCO aufmerksam auf die wichtige Rolle, die die Ingenieure bei der Erreichung der internationalen Nachhaltigkeitsziele haben. Schon immer war das Ingenieurwesen für eine Zivilisation von großer Bedeutung und speziell für uns in der Schweiz. Denken wir an den Gotthard-Eisenbahntunnel oder an die Energiegewinnung mit den Stauseen und den Kraftwerken oder an die Entwicklung von Maschinen, aber auch neue Programmiersprachen. Und noch nicht so lange ist es her an dem Bau des Gotthard-Basistunnels. Nun möchten wir zu den Referaten kommen. Liebe Zuschauer, ich fordere Sie auf, macht mit, stellt Fragen. Wir haben hier bei uns haben wir Lea Cusano. Sie nimmt das entgegen, also bitte stellt Fragen an unsere Referenten. Nun hören wir direkt aus dem Berufsalltag eines Ingenieurs, der weiß, was man machen muss, um an die Spitze zu kommen und dort zu bleiben. Nicolas Dürwil, er ist CEO und Partner der Zülke Schweiz AG, machte ein Masterstudium an der ETH in Zürich, danach verschiedene betriebswirtschaftliche und fachliche Weiterbildungen bis hin zum IMD in Lausanne und zum INSEAD in Fontainebleau. Was begeistert Nicolas Dürwil an seinem Beruf? Welche Aufgaben müssen Ingenieure heute lösen? Dazu spricht jetzt Nicolas Dürwil in seinem Referat. Das heißt, was wir machen müssen, um an der Spitze zu bleiben. Ja, vielen Dank, Christian, für diese Einführung. Ich freue mich wirklich außerordentlich, hier heute zu sein und etwas zur Innovationskraft und zur Förderung des Ingenieursberufs beizutragen. Dieser Anlass heute und der Engineers Day ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Warum? Weil ich bin wirklich stolz, ein Ingenieur zu sein.
und ich bin froh, dass ich diesen Berufsweg eingeschlagen habe. Warum ist für mich der Ingenieursberuf wirklich super spannend? Zum Ersten haben wir gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich enorm viel getan in der Technologie. Smartphones wurden entwickelt, die Cloud-Technologie, Medizinaltechnologie hat riesen Fortschritte gemacht, selbstfahrende Fahrzeuge, Elektrifizierung, unglaublich diese Fortschritte. Und gerade mit der Technologie, was heute an Möglichkeiten gibt, die Technologie zu nutzen für Innovation, finde ich super spannend. Für mich ist der Beruf auch extrem spannend, weil er eben auch kreativ ist. Er ist sehr kreativ, weil eben in meinem Berufsalltag entdecke ich immer wieder verschiedene Probleme, auch die ich mit dem Kunden bespreche, Herausforderungen. Aber der Weg zur Lösung, der sieht immer wieder anders aus. Und ich finde es beeindruckend, gemeinsam in Teams, wie wir eigentlich neue Wege finden können. Wir scheitern teilweise, wir lernen und am Schluss einzigartige Lösungen zu entwickeln. Ich persönlich arbeite enorm gerne mit Menschen zusammen und darum liebe ich auch meinen Beruf. Und gerade im Bereich Ingenieurwissenschaften und Projektarbeit ist eben gerade heute ist die Teamarbeit umso wichtiger. Ich weiß noch, vor etwa 30 Jahren, also der Ingenieur ein bisschen das Nerdy-hafte, ja, der Ingenieur da in seinem Büro hackt am Abend, das hat sich enorm geändert. Heute ist Teamarbeit absolut zentral und gerade die besten Innovationen, die entstehen, wenn großartige Teams zusammenarbeiten. Und viertens finde ich den Beruf auch super spannend, weil es eben auch ein Beruf ist, der sich enorm entwickelt hat. Als ich vor mehr als 20 Jahren abgeschlossen habe im Studium, sah der Beruf eigentlich völlig anders aus. In der Zwischenzeit haben sich die Technologien verändert, das Berufsbild des Ingenieurs hat sich gewandelt und eben auch das Umfeld, die Benutzer und so weiter. Jetzt, ich wurde von Christian gefragt, auch ein Projekt zu bringen aus meinem Berufsalltag. Und es war gar nicht so einfach, so ein Projekt zu präsentieren. Ein Projekt, das eigentlich verstanden wird, ein Projekt, wo Technologie auch Relevanz hat. Und ich habe die Contact Tracing App, die wir für Großbritannien entwickelt haben, genommen. Warum habe ich das Projekt genommen? Weil eben diese App, diese Entwicklung, es geht ja nicht nur um eine App, es geht um ein Gesamtsystem, das genutzt werden kann, damit ich mit Technologie auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft bringen kann, damit ich auch beitragen kann für die Bewältigung der Pandemie. Aber es ist eben auch ein Projekt, wo wir gerade während dem Lockdown mit verteilten Teams innerhalb von 12 Wochen, also 12 Wochen, von der Idee für eine Neuentwicklung bis zur Zulassung haben wir das in einem Sprint entwickelt und wir haben es geschafft. Weil Sie wissen noch, im letzten Jahr, da war der Zeitdruck enorm, damit man es wirklich schafft, in kurzer Zeit so eine App zu entwickeln. Und die Applikation, die wird jetzt von über 20 Millionen Benutzern in Großbritannien genutzt, sehr erfolgreich genutzt, hat eine sehr große Medienpräsenz. Und ich denke, das Projekt zeigt sehr schön, wie wir eben gerade mit Technologie, mit Innovation und eben großartiger Teamleistung über verschiedene Standorte, Schweiz, Großbritannien, Deutschland, weitere Standorte, so eine Lösung entwickeln können. Jetzt, wenn ich den Blick wieder von Großbritannien auch in die Schweiz zurückbringe, dann sehen wir in der Schweiz, wir sind erfolgreich. Wir können wirklich stolz sein, auf was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Wir sind von der Innovation her immer noch vorne dabei. Sehr viel Forschung und Entwicklung wird auch hier gemacht. Aber wenn wir diese Tabellen anschauen und diese Tabellen vom Competitiveness Ranking, ja, das ist einfach mal ein Indikator. Wir sind dort vorne dabei. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eben auch gerade Länder in Asien, die holen auf. Wir haben auch Standorte in Hongkong und Singapur. Und es ist unglaublich in diesem Tempo, wo dort Technologie gefördert wird und wie eben auch der Staat unterstützt, um Technologien voranzubringen, Gelder in Forschung und Entwicklung reingesteckt wird,
damit das Land, diese Länder auch innovativ bleiben. Und ich glaube einfach, und das ist auch mein Appell nachher, wir in der Schweiz müssen wirklich etwas tun, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Das ist nicht einfach gegeben. Und mein Appell hier ist eigentlich in vier Dimensionen. Zuerst einmal, wenn ich die Schulausbildung anschaue, ich habe zwei Kinder, und wenn ich die Infrastruktur in der Schule anschaue, dann muss ich sagen, ja, da gibt es definitiv noch Bedarf, was die Infrastruktur dort anbelangt. Auf der anderen Seite, wenn ich auch den Stellenwert der Informatik anschaue in Schulen, dann glaube ich, da gibt es noch einiges zu tun. Ich glaube, die Informatik gerade hat einfach noch nicht den Stellenwert, sie eigentlich bräuchte in den Schulen. Mit Informatik meine ich nicht nur die Verwendung von Office-Programmen oder Applikationen, sondern wirklich auch Programmierung. Das ist mein Appell, dass hier auch mehr gemacht wird. Mein zweites Anliegen, das ich hier bringe, ist wirklich auch, dass wir einen Beitrag leisten zur Förderung der Frauen in den Ingenieursberufen. Als ich vor über 20 Jahren abgeschlossen habe an der ETH, ich sehe noch diesen großen Hörsaal, 52 Studenten, 3 Studentinnen. Zum Glück hat sich die Situation mittlerweile verbessert. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssen. Meine Vision ist, dass wir in der Schweiz mal in Zukunft mal eine 50-50-Verteilung haben zwischen Männern und Frauen in den Ingenieursberufen. Und mein Appell hier ist nicht nur, wie Christian initial gesagt hat, für die Förderung der Ingenieure, damit wir genügend haben in Zukunft, sondern weil ich glaube, dass eben durchmischte Teams viel bessere Leistungen und viel bessere Produkte entwickeln können. Mein dritter Appell, und da bin ich sehr froh, heute in Bern zu sein, hier gerade neben dem Bundeshaus, ist an die Politik gerichtet. Mein Appell ist auch, dass die Politik sich in Bern, aber auch im Kanton, einsetzen für einen Ingenieursberuf, für die Förderung und eben auch Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, damit auch Innovation in Zukunft in der Schweiz gemacht wird, Forschung und Entwicklung. Und wenn ich das so sagen kann, dann in den letzten 18 Monaten, frage ich mich schon, ob auch die Politiker die richtigen Akzente setzen und sich mit den richtigen Themen auch beschäftigen. Und da gibt es sicher noch einiges an Potenzial in diese Richtung. Und viertens ist mein Appell an die Wirtschaft gerichtet. Ich glaube auch die Wirtschaft. Wir Unternehmen müssen unseren Beitrag leisten zur Förderung des Berufs, in die Ausbildung investieren. Wir selbst investieren sehr viel in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden, aber auch Lernende aufzunehmen, diese auszubildende Berufsausbildung, damit wir wirklich dann auch genügend Ingenieurinnen und Ingenieure in der Zukunft haben. Sie spüren es. Ich bin einerseits kritisch auch, was wir machen müssen, aber ich bin unglaublich positiv. Und ich bin wirklich stolz auf dieses Land, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Wir sind ein großartiges Land, was Innovationskraft anbelangt, Forschung, Entwicklung. Und ich glaube einfach, wenn wir alle unseren Beitrag leisten, dann haben wir eine unglaublich positive Zukunft vor uns. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen positiven Einstieg. Und ich möchte gleich an Lea übergeben. Und Sie fragen, welche Fragen sind eingetroffen? Es sind tatsächlich 2 Fragen da. Eine ist von mir, knüpft aber an Ihr Referat an, und eine, die ist reingekommen. Sie haben die Mädchen in den technischen Berufen angesprochen und auch die Informatik in der obligatorischen Schule. Meine ältere Tochter, die ist im ersten Gymnasiumjahr und hat auch Informatik. Sie sind am Programmieren, und vor 2 Wochen, da kam sie nach Hause und hat erzählt, wie die Lehrperson, also ist ein Mann, logischerweise gesagt hat, Programmieren, das ist wie wenn man eine gute Hausfrau ist. Wenn man das Rezept genau befolgt, dann hat der Mann am Abend etwas Gutes zu essen zu Hause. Und mich würde natürlich Wunder nehmen, wie Sie dazu stehen und wie Sie denken, dass man Mädchen besser im Unterricht abholen könnte als so.
Ja, es ist interessant. Wir haben ja auch wir fangen schon an, auch Primarschule mit Lego Mindstorm, dass Zülke auch Ausbildung macht für Primarschulen und das wird extrem genutzt. Und ich weiß noch, eine Ingenieurin, die das, den Kurs gegeben hat, die hat gesagt, die Mädchen waren zuerst zurückhaltend, dass sie das nicht können. Aber als sie dann gesehen haben, sie können es, also es hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Die waren begeistert, die haben alles hingekriegt. Also einfach mal auch die Neugierde zu wecken, auch das Selbstvertrauen, das ist kein Männerberuf. Auch wenn es vielleicht noch mit dem assoziiert wird. Und bezüglich dem Rezept, ja, Rezept tönt für mich einfach Standard. Das ist eben nicht, die Zutaten sind in der Informatik, die gibt's, aber wie ich das mische, das ist immer wieder der kreative Teil. Und ich selbst koche nie nach Rezept. Das macht ja auch mehr Spaß. Ja, oder je besser man Rezepte kann, ja, genau, desto mehr genau. Und man kann ja auch mal mit den Zutaten was Neues probieren. Genau. Ja, nein, das denke ich auch. Aber ich gehe auch davon aus, dass es bei den Lehrpersonen auch noch ein bisschen einen Mindset-Wechsel braucht, weil einer Pubertierenden mit Hausfrau zu ködern, das funktioniert natürlich nicht sehr gut. Jetzt haben Sie auch gesagt in Ihrem Referat, was Sie sehr gerne machen, ist mit Menschen zusammenzuarbeiten. Jetzt als Nicht-Ingenieurin, Nicht-Ingenieur hat man ja das Gefühl, diese Leute sind vor allem irgendwo in einer Kabine irgendwelche Nerds am nerdigen Sachen am Ausarbeiten. Wo kommen Sie mit Menschen in Berührung in Ihrem Berufsalltag? Ja, also Sie können mich anschauen, ich bin Ingenieur, also ich überlasse es Ihnen zu beurteilen, ob ich jetzt Nerd bin oder nicht. Also, aber ich glaube, es hat viel mit Klischee, das war natürlich schon in der Informatik am Anfang, so diese mit fettigen langen Haaren, da die Entwicklung, das sind Klischees. Also wir, die Leute, die wir bei uns haben, das sind alles extrem kommunikative, weil wenn sie einfach nur Technik verstehen, können sie nicht in Teams arbeiten. Und das ist halt noch ein Klischee, aber es, glaube ich, es braucht auch Ausbildung und darum investieren wir auch in Ausbildung nicht nur technisch, sondern auch Sozialkompetenz. Also ich habe da eine klare eigentlich Aussage. Ich glaube, die wirklich erfolgreichen Entwickler und Teams, das ist nicht die fachliche Fähigkeit nur, aber die soziale Fähigkeit, Empathie, Verständnis, Kundenorientierung. Das hat sich geändert, ja. Aber das lernt man halt nicht unbedingt an den Ingenieursschulen. Das ist halt schon so. Das lernt man im Beruf. Gut, danke. Das war's von meiner Seite. Ja. Also wir haben jetzt da das Stichwort gehört. Frauen. Ich denke natürlich, dass Ingenieurinnen sehr gefragt sind und dass sich eben dieser Beruf des Ingenieurs sehr für Frauen eignet. Und wir haben jetzt passend dazu als nächstes Yvonne Bettkober. Sie ist Ingenieurin und sie wird zu uns sprechen. Aber leider nicht physisch. Yvonne Bettkober musste kurzfristig ins Ausland und kann nicht hier physisch teilnehmen. Sie ist General Manager der Amazon Web Services in der Schweiz. Sie absolvierte ein Studium als Telekommunikationsingenieurin an der Technischen Universität in Berlin und arbeitete dann 13 Jahre lang für Microsoft in verschiedenen Funktionen in der Schweiz und auf Ebene Europa. Seit 2 Jahren ist Yvonne Bettkober General Manager der Amazon Web Service Switzerland. Was hat Frau Bettkober motiviert, ein Ingenieurstudium zu wählen? Was erwartet Frau Bettkober in den nächsten Jahren von ihren Mitarbeitenden? Dieses und vieles mehr hören wir nun in Yvonne Bettkobers Referat, das heißt aus der Praxis der Ingenieurberuf heute und in Zukunft. Hallo zusammen, ich bin Yvonne Bettkober. Und ich bin Geschäftsführerin bei einem Technologiekonzern namens Amazon Web Services. Ich freue mich sehr, am diesjährigen Tag der Ingenieure teilzunehmen.
Wie Sie an der Hemdsfarbe erkennen können, bin ich selbst eine Ingenieurin. Dazu erzähle ich gleich noch mehr. Aber zunächst einmal will ich etwas über den Ingenieurberuf erzählen und warum er so essentiell ist für uns in der Schweiz, aber auch global. Der Begriff Engineering wird manchmal vor allem im Englischen locker definiert als die Herstellung oder Montage von Maschinen. Das Wort Ingenieur selbst stammt aber aus dem Lateinischen ingenerare und das bedeutet kreieren. Das frühe englische Verb engineer bedeutet erfinden. Der Ingenieurberuf ist also in erster Linie ein kreativer Beruf. Es geht darum, kreative Lösungen zu komplexen Problemen zu finden. Nun, natürlich ist der Weg der Lösungsfindung an gewissen Standards, Prozessen und Regeln gebunden. Aber es geht primär darum, das zu erfinden, das vorher nicht da war. Und daher der kreative Beruf. Laut Encyclopædia Britannica war der erste namentlich bekannte Ingenieur actually ein Afrikaner, falls Sie es nicht wussten. Sein Name war Imhotep. Er war der Erbauer der Stufenpyramide in Saqqara um etwa 2550 vor Christus. Seitdem hat sich aber der Ingenieurberuf stark vervielfältigt. Das Bauingenieurwesen zum Beispiel entstand als eigene Disziplin im 18. Jahrhundert, als die ersten Fachgesellschaften und Ingenieurschulen gegründet wurden. England und Schottland wiederum waren die Geburtsstätte des Maschinenbaus. Als Ableitung der Erfindung des schottischen Ingenieurs James Watt und der Textilmaschinenbauer der industriellen Revolution. Das wachsende Wissen über Elektrizität führte zur Entwicklung der Elektrotechnik und Elektronik. Und das Chemieingenieurwesen entwickelte sich aus der im 18. Jahrhundert einsetzenden Verbreitung industrieller Prozesse. Es hat sich also viel getan. Ohne uns, ohne Ingenieure, gäbe es keine Covid-Impfung. Auch keine der vielen Hilfsmittel, die unseren digitalen Alltag erst möglich machen, ohne die wir gar nicht mehr leben könnten. Computer, Handy, Bluetooth-Technologie. Aber es ist noch sehr viel mehr zu tun. Und das ist eigentlich eine gute Nachricht. Denn große Herausforderungen brauchen nach wie vor Erfindungsgeist und Methodenkompetenz junger Ingenieure und Ingenieurinnen. Die Schweiz hat die UNO 2030 Agenda verabschiedet, die nachhaltige Entwicklungsziele für die Menschheit definiert. Diese reichen vom Abschaffen extremer Armut bis hin zu nachhaltigen Städte und guter Gesundheit. Die meisten dieser Ziele kann man nur durch gezielte Umwandlung der Ressourcen der Natur zum Nutzen der Menschheit erreichen. Und genau das macht das Ingenieurwesen. Und deswegen braucht es Ingenieure und Ingenieurinnen. Nun, ich schulde Ihnen noch die Antwort auf die Frage, warum ich Ingenieurin geworden bin. Und da gibt es zwei Gründe. Das Fernsehen und mein Ego. Ich fange mal beim Fernsehen an. Ich wuchs in Kamerun auf und zu meiner Zeit hatten nur reiche Menschen einen Fernseher. Und meine Familie gehörte nicht dazu, wir hatten also keins. Und wenn wir dieses magische Ding Fernsehen genießen wollten, mussten wir uns am Wochenende schön kleiden und sind dann eine Stunde hin und eine Stunde zurückgelaufen zu einem reichen Onkel. Ich habe kein Bild davon, wie es damals aussah, aber es ist ein bisschen ähnlich wie jetzt auf dem Slide hier. Nur, dass der Kasten schwarz-weiß war. Für die Jüngeren unter Ihnen klingt es ein bisschen bizarr, dass es damals Fernsehgeräte gab ohne Internetverbindung, die keine Farben anzeigten und die Menschen fanden es trotzdem toll. Ich war zumindest fasziniert von diesem Medium. Ich wollte unbedingt wissen, wie das funktioniert. Also das war meine erste Begegnung mit Technologie. Der zweite Grund, den ich genannt habe, war Ego. Und zwar bekam ich nach dem Abi die Chance, nach Deutschland zu gehen und durfte mich dann entscheiden, was ich studieren will. Und ich wählte die Fachrichtung mit den wenigsten Frauen an der Uni, weil ich dachte, okay, damit kann ich beweisen, dass ich besser bin als die anderen. Ich habe mich also für Elektrotechnik entschieden. Damals waren wir 4 Frauen, mehrere hundert Männern. Und ich habe mich danach auf Nachrichtentechnik spezialisiert. Also schlechter Grund, aber richtige Entscheidung. Und dieser schlechte Grund bringt mich auf das Thema Frauen in Ingenieurberufe.
Ich kann nur jedem Mädchen sagen, das davon träumt, die Welt zu verbessern, dass Wissenschaft und Technologie hervorragende Wege sind, einen Beitrag zu leisten. Im April wird eine neue Studie der UNESCO veröffentlicht. Und in dieser Studie geht es um Gender Diversity in Ingenieurberufen, also auch Frauenanteil. Und darin liest man, dass 48,5% der Absolventen in Ingenieurwesen Frauen sind. Allerdings in Algerien. In der Schweiz sind es 16,1 laut dieser Studie. Es gibt keinen Beweis dafür, dass Frauen in den sogenannten MINT-Fächern weniger fähig sind. Aber es gibt Hinweise darauf, laut Studien, dass Frauen sich weniger fähig fühlen, zum Teil wegen Stereotypen. Ich kann Ihnen also nur sagen, sprechen Sie mit anderen Mädchen und anderen Frauen, die diesen Weg gewählt haben. Sucht euch Vorbilder und Gleichgesinnten. Es gibt kein typisches Bild eines Ingenieurs. Ich bin keins. Für alle Anwärter auf diesen Beruf kann ich sagen, er verändert sich sehr stark. Zum einen müssen Ingenieure und Ingenieurinnen auch mehr fachfremde Kompetenzen sich aneignen. Projektmanagement, Verhandlungsführung, Ethik, sehr wichtig bei der Verantwortung und auch Vertriebstätigkeit. Aber auch das Ingenieurwesen beeinflusst immer mehr andere Disziplinen. Medizin zum Beispiel oder Biologie wird sehr stark von Ingenieurwesen beeinflusst. Und es bleibt spannend. In meinem Job bei Amazon Web Services entwickeln wir Cloud-Lösungen. Das sind digitale Werkzeuge und IT-Ressourcen, die in höchster Skalierbarkeit über das Internet zur Verfügung gestellt werden. Diese helfen dann andere Ingenieure und Techniker dabei, deutlich schneller und kostengünstiger Lösungen zu kleinen und großen Problemen zu finden. Wir sind damit so ein bisschen an der Schnittstelle verschiedener Disziplinen von Software Engineering, Hardware Engineering, Prozessdesign und so weiter und so fort. Und das macht meinen Job so spannend, weil ich eigentlich jeden Tag dazu lerne. Wir haben zum Beispiel mit einem Partner Hexagon die Lösung HDR entwickelt. HDR stellt genaue, realitätsgetreue digitale Darstellungen von Städten, Gebäuden, Strukturen oder Landschaften. Dafür werden Realitätserfassungen aus der Luft, aus dem Boden oder von mobilen Sensoren erfasst und daraus werden präzise digitale Zwillinge von realen Orten, Gebäuden und so weiter erstellt. Das erleichtert zum Beispiel eine nachhaltige Städteplanung. Ein anderes spannendes Beispiel ist unsere Zusammenarbeit mit einer Firma namens DataProphet. Was DataProphet macht, ist, sie entwickeln künstliche Intelligenzlösungen für die produzierende Industrie. Sie helfen also dabei, Produkthersteller optimale Produktionsparameter zu definieren. Und so verhindert man, dass fehlerhafte Teile überhaupt hergestellt werden. Und dadurch sinkt dann die Ausschussrate nahezu auf null. Und das ist wichtig natürlich für die Nachhaltigkeit, weil weniger Müll produziert wird und weniger weggeworfen wird. Nun habe ich Sie aber genug aufgehalten. Zum Schluss möchte ich noch Folgendes sagen. Die Welt verändert sich auf multiplen Ebenen. Und all diese Ebenen betreffen die Schweiz. Ob es Klimawandel ist, globale Wettbewerbsfähigkeit, Urbanisierung, Alterung der Gesellschaft, neue Lösungen müssen her. Die Geschwindigkeit technischer Innovation durch die Digitalisierung, aber auch die Verfügbarkeit, die breite Verfügbarkeit von Wissen über das Internet zum Beispiel, sind beste Voraussetzungen, um nachhaltige Lösungen zu diesen Herausforderungen zu finden. Es heißt, es werden in den kommenden Jahren bis zu 50.000 Ingenieure und Ingenieurinnen in der Schweiz fehlen. Deswegen hoffe ich, dass wir noch viele Tage der Ingenieure wie diesen haben, weil diese Tage helfen, hoffentlich junge Menschen für diesen tollen Beruf zu begeistern. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und ich danke Ihnen fürs Mitmachen an diesem Ingenieurtag 2021. Vielen Dank. Nun beschäftigen wir uns mit der Frage, was Ingenieurinnen und Ingenieure zu einer nachhaltigen Welt beitragen können. Christian Fruttiger, Botschafter und Vizedirektor im DEZA, zeigt dies gleich anhand von einigen spannenden Beispielen auf. Christian Fruttiger studierte in Genf und im Tessin, machte einen Executive Master of Management Communication und dies an der Università della Svizzera Italiana.
was denkt Herr Fruttiger, Ingenieure und Ingenieure machen können, um die Agenda 2030 zu erreichen? Was kann das Schweizer Ingenieurwesen tun, damit die Entwicklung von anderen Ländern positiv verläuft? Dies und vieles mehr sagt Ihnen jetzt gleich Botschafter Christian Fruttiger. Vielen Dank. Also, vielen Dank, Herr Fils. Liebe Ingenieurinnen, liebe Ingenieure, es ist mir wirklich eine Ehre, hier zu sein. Ich bin selbst nicht Ingenieur, habe aber mein Leben lang, sei es früher mal beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz oder dann im Privatsektor, 13 Jahre lang und jetzt auch bei der DEZA, immer wieder mit Ingenieuren zusammengearbeitet. Ja, was hat das Ingenieurswesen mit internationaler Entwicklungszusammenarbeit zu tun? Ich würde meinen, sehr viel, weil es gibt hier wirklich sehr viele Schnittstellen und ich werde versuchen, die in den nächsten Minuten ein bisschen genauer darzulegen. Die Schweiz hat ja eine lange Tradition in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Die DEZA, die Direktion für internationale Entwicklungszusammenarbeit, wird dieses Jahr 60 Jahre alt. Wir haben ein Entwicklungsgesetz seit dem Jahr 76 und die Strategie für die nächsten 4 Jahre ist letztes Jahr verabschiedet worden, Strategie 21-24, an der wir uns orientieren. International ist der Rahmen, sind die nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO. Das sind 17 Ziele, die Sie eingeblendet sehen. Es geht um Verminderung der Armut, es geht um Reduktion von Hunger, es geht um Umwelt, es geht um Geschlechtergleichheit, das Zugang zu sicherem Trinkwasser, nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion und dann natürlich Frieden, Gerechtigkeit und staatliche starke Institutionen. Und letztlich geht es um Partnerschaften. Da gibt es meines Erachtens fast überall Potenzial für Ingenieure, die an diesen komplexen Themen arbeiten. Schauen wir ein paar Beispiele an. Wie gesagt, die globalen Herausforderungen sind komplex und es braucht dafür Lösungen. Lösungen, die einfach sind, die nachhaltig sind, die auch kostengünstig dann unterhalten werden können. Manchmal braucht es höchst technologische oder höchst moderne Lösungen. Nehmen wir die Covid-19-Krise. Wir sehen, es fehlt weltweit an Tests, es fehlt weltweit an Impfstoffen, es fehlt weltweit an Medikamenten. Die Schweiz unterstützt im internationalen Genf den sogenannten Access to COVID Tools Accelerator. Das ist eine Partnerschaft von Regierungen, von multilateralen Organisationen wie der WHO, von Forschungsinstituten und von privaten Unternehmen. Die versucht, diese Impfstoffe, und das sind sehr spezielle Impfstoffe, wie Sie es ja gesehen haben und gehört haben, auch aus der Presse, die müssen zum Teil sehr kalt gelagert werden. Die Forschungs- und Entwicklungskosten sind sehr hoch oder waren sehr hoch. Aber wie kann man diese Impfstoffe dann auch für die Länder, die ärmeren Länder des globalen Südens zugänglich machen und dort für alle Leute so zugänglich machen wie möglich? Der Access to COVID Tool Accelerator, zu dem die Schweiz über 70 Millionen Schweizer Franken bereits beigetragen hat, wird bis Ende 2021 ungefähr 2 Milliarden Impfdosen in den Süden liefern. Es geht auch um Tests, einfache Tests. Wir haben es geschafft, unter dem Testpfeiler dieses Accelerators die Kosten für einen Test von 25 Schweizer Franken pro Dosis auf nur noch 2,50 Franken zu senken und das innerhalb von einem Jahr. Und da haben überall auch Ingenieure mitgearbeitet. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Forschung.
Forschung steckt natürlich hinter der Entwicklung von Medikamenten, hinter der Entwicklung von Impfstoffen, aber natürlich auch hinter der Entwicklung von Instrumenten zum Kampf gegen den Klimawandel. Wir arbeiten mit der ETH Zürich, mit der ETH in, mit der EPFL in Lausanne sehr eng zusammen und haben da verschiedenste sehr spannende Projekte, wie zum Beispiel in Indien, ein neuer Gebäudekodex bis zu 30% an Einsparungen oder noch mehr an Einsparungen Treibhausgasemissionen ermöglicht. Andere Felder der Zusammenarbeit neue Methoden, wie wir zum Beispiel Wissenschaftler und Forschende aus der Schweiz mit Wissenschaftlerinnen und Forschenden aus dem Süden zusammenbringen. Man entwickelt neue Instrumente dabei, aber es geht dort vor allem um einen Austausch. Es geht auch darum, lokale Bedürfnisse abzuholen und angepasste Lösungen zu entwickeln, die dann auch zugänglich sind. Das ist ganz besonders wichtig, weil diese Lösungen, die müssen ja auch dann wirklich vor Ort gebraucht werden. Man entwickelt nicht für die Leute, sondern mit den Leuten und den Lokalgesellschaften zusammen. Hier das Beispiel, das Sie auf dem Foto sehen. Dort geht es um Klimaüberwachung in den Anden, um die Vorbereitung auch von Lokalgesellschaften auf mögliche Unwetter oder Wetterprobleme. Ein anderes Beispiel hier, das wurde zusammen entwickelt zwischen der ETH, der EPFL in Lausanne und einer Universität in Kamerun, in Douala. Dort geht es um Solarkochen. Das heißt, man wandelt Solarenergie in Wasserstoff um und braucht diesen dann für lokale Kochgelegenheiten. Das Projekt ist im Anfang, also es existiert. Die Idee ist, ein Kraftwerk, Wasserstoffkraftwerk zu bauen in Kamerun und dann Hunderte und Tausende von Menschen mit dieser Energie, mit diesem Wasserstoff zu versorgen. Sehr hochmodern, hochtechnisiert in Afrika umgesetzt. Noch ein letztes Beispiel, das Wasser. Hier ein Projekt, das heißt Hands for Health, findet in verschiedenen Ländern statt. Mali, Burkina Faso, Nigeria, aber auch in den Palästinensergebieten. Und dort geht es wirklich darum, in Schulen, Spitälern und anderen öffentlichen Institutionen so effizient wie möglich optimales Händewaschen und Handhygiene voranzutreiben. Es ist also möglich, mit diesem Projekt zum Beispiel 1500 Kinder mit für drei bis vier Wochen mit nur 80 Litern Wasser zu versorgen. Das Wasser wird immer wieder rezykliert und kann immer wieder gebraucht werden. Eine relativ einfache Technologie, aber entwickelt und geliefert von einem Konsortium von 11 Organisationen, Schweizer Forschungsinstitute und Universitäten, in den Partnerländern, Privatsektor, Unternehmen und NGOs, die das Ganze dann helfen mit umzusetzen. Wir nennen diesen Ansatz Tech for Good oder Tech for Development. Und in all diesen Ansätzen haben Ingenieure eine sehr wichtige Rolle. Sie arbeiten, und es wurde gesagt, in Teams. Sie arbeiten mit anderen Spezialisten zusammen. Bei uns in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten Sie mit Soziologen zusammen. Sie arbeiten auch mit Politwissenschaftlern, mit Ärzten und Psychologen. Also eine sehr breite Palette der Zusammenarbeit. Zudem hören Sie auf die lokalen Bedürfnisse, wandeln komplexe Problematiken in einfache Lösungen um und die Erfinderkraft und Innovationskraft wird vor Ort dann angewendet. Was sehr wichtig ist und nie zu vergessen, ist, dass wir im globalen Süden auch sehr viel zu lernen haben.
es gibt eine unglaubliche kreative Kraft und es gibt auch eine riesige Wirtschaftskraft in den Ländern des Südens. Ein Freund aus Westafrika hatte mir, ja, etwa vor 2 Jahren, hat er mir gesagt, wisst ihr, das ist ein Unternehmer, der Erfolg hatte mit sehr innovativen Lösungen vor Ort, hat mir gesagt, weißt du, Christian, wir haben hier bei uns Lösungen für Probleme, die ihr noch gar nicht kennt oder noch nicht kennt. Und das ist etwas, das wir sicher im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir ans Ingenieurstum und an die internationale Entwicklungszusammenarbeit denken. Herzlichen Dank und ich freue mich auf die Fragen. Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Und Lea, was haben wir hier für Fragen zu diesem spannenden Thema? Auch 2 Fragen an Herrn Fruttiger. Sie haben ja vom DEZA-Programm gesprochen, von den Sustainable Development Goals, die in der Strategie sich befinden. Und meine Frage ist, haben Sie das Gefühl, dass diese Development Goals in der Schweiz und bei den Schweizer Firmen schon genügend bekannt sind? Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten daran und sie sollten so bekannt wie möglich gemacht werden. Das ist einer der Gründe, weshalb ich hier bin. In meinem vorherigen Leben im Privatsektor habe ich sehr stark dafür gekämpft, dass wirklich diese internationalen Nachhaltigkeitsziele auch in Unternehmen umgesetzt werden. Die sind nicht nur für Entwicklungs- und Schwellenländer gültig. Die sind für uns alle gültig. Das sind globale Herausforderungen. Und wir haben es, glaube ich, in dieser Covid-Krise gesehen. Das ist wirklich, war sehr schmerzhaft, glaube ich, für viele Leute zu sehen, dass wenn nicht alle sicher sind, also wenn wir diese Krise nicht global bewältigen, dann sind wir hier in der Schweiz auch nicht sicher. Wir können hier die gesamte Bevölkerung impfen. In dieser globalen Welt werden wir das Virus eben auch global bekämpfen müssen. Also es gibt da schon noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin aber auch überzeugt, dass es mit nachhaltigem Wirtschaften wirklich eine Zukunft gibt. Ich würde sogar sagen, das ist die Zukunft des Unternehmertums hier in der Schweiz und anderswo, weil es ist eine Zukunft, die uns allen, uns am Schluss schließlich alle vorwärts bringt. Ja, also ich denke das auch. Ich habe so persönlich ein bisschen den Eindruck, dass die SDGs so auf Verbandsebene langsam angekommen sind, aber dann weiter unten noch nicht so. Also wir müssen da, glaube ich, alle dranbleiben, die Verbände, aber natürlich auch die Behörden. Was mich auch noch interessiert... Es gibt ja eine Umsetzungsstrategie auch der SDGs, die ist gerade in der Ämterkonsultation. Die hat 3 Pfeiler, nachhaltige Produktion, nachhaltigen Konsum. Der 2. Pfeiler ist Klima und Umwelt und der 3. Pfeiler ist Gleichstellung. Der Geschlechter, aber Gleichstellung insgesamt. Das wird jetzt dann auch in die Öffentlichkeit kommen. Und nach dieser Strategie, da gibt es wirklich Opportunitäten auch für Unternehmen, dort mitzumachen. Und wie gesagt, it's good business. Ja, das denke ich auch. Sehr spannend. Wir haben einen Think Tank bei uns zu den Sustainable Development Goals bei den Schweizer Planer-Ingenieurinnen und Ingenieuren. Und ich bin auch sehr gespannt, was da dieses Jahr herauskommen wird. Eine 2. Frage, die ich noch habe, ist, Sie haben in Ihrem Referat sehr viel vom wissenschaftlichen Austausch und Know-how-Transfer gesprochen. Wie ist seitens der Behörden die Zusammenarbeit mit dem Privatsektor? Gibt es da eine und wenn ja, wie sieht die aus? Ja, diese Zusammenarbeit wird immer mehr verstärkt. Sie haben es vielleicht gesehen, die DEZA hat in den letzten 14 Tagen auch ihr Leitbild, also ihre Guidelines zur Zusammenarbeit mit dem Privatsektor veröffentlicht. Es gibt dort ein sehr großes Potenzial, eben positive Entwicklungsauswirkungen mit dem Privatsektor verstärken kann. Das war übrigens auch bei den UNO-Nachhaltigkeitszielen bereits mitgedacht. Die kann man wirklich nur zusammen mit dem Privatsektor umsetzen. Die Zielsetzung ist natürlich schon so. Bei uns geht es um Armutsbekämpfung. Bei uns geht es darum, dass niemand zurückgelassen wird. Bei uns geht es darum, wirklich die Ärmsten mit einzubeziehen und allen Zugang zu Grundgütern zu geben.
Im Privatsektor ist die Zielsetzung nicht unbedingt dieselbe. Dort geht es halt immer noch um Finanzmärkte, Profitabilität, Wachstum. Aber es gibt eine Überschneidung, wo wir sehr gut zusammenarbeiten können und wo eben der Privatsektor als Hebel zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele dann dienen kann. Und daran arbeiten wir, dazu brauchen wir auch Ingenieure. Die DEZA hat übrigens vor 60 Jahren mit Landwirtschaft, mit Agraringenieuren angefangen und auch heute brauchen wir immer noch Ingenieure. Herzlichen Dank, das war's seitens der Fragen. Bitte, gern geschehen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, wir haben ja heute am Engineers Day ganz viele Veranstaltungen und um das Thema aufzunehmen, jetzt um 14 Uhr findet eine virtuelle Veranstaltung statt, und zwar einer Unternehmensberatung, die ein Modell hat, und zwar das ist auch von der UNESCO und UNO gefördert, wo man sieht als privates Unternehmen, wo stehe ich, wo habe ich Potenzial und dann an und für sich Ziele daraus ableiten kann. Also um 14 Uhr haben wir dieses Seminar heute online. Gut, wir haben jetzt von verschiedener Seite gehört, was Ingenieure für die Wirtschaft und für unsere Gesellschaft leisten. Und doch trotz all dem stellt sich die Frage, wieso das immer weniger junge Personen sich für diesen Beruf entscheiden. Nicht immer weniger, aber zu wenig sind es heute leider. Und da möchten wir natürlich jetzt schauen, was müssen wir tun, damit es sich ändert. Dafür haben wir Frau Professorin Dr. Martina Hirayama, die uns einige Lösungsansätze vorstellen wird. Martina Hirayama ist Direktorin des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Sie studierte an der ETH Zürich Chemie und absolvierte danach ein Doktorat, ebenfalls an der ETH in Materialwissenschaften. Martina Hirayama war mehrere Jahre Direktorin der School of Engineering des Ingenieurbereichs der ZHAW Zürich. Was unternimmt die Bundespolitik, um den Nachwuchs in den MINT-Bereichen zu fördern? Welche Ziele verfolgt der Bund mit seiner Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik? Martina Hirayama spricht zu diesem Thema, die Bildungsforschungs- und Innovationspolitik des Bundes 2021 bis 2024, ein Überblick. Herzlichen Dank für die Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, am heutigen Internationalen Engineers Day zu Ihnen zu sprechen. Von Herrn De Ville, Frau Bettkober und Herrn Botschafter Frutiger haben Sie persönliche Eindrücke aus dem weiten Feld der Ingenieurberufe erhalten. Ich möchte nun die Thematik des heutigen Tages in einen größeren Kontext stellen, nämlich in den der Bildungs-, Forschungs- und Innovationspolitik des Bundes. Dabei werde ich gerne Bezüge zur Ingenieurzukunft, zur Nachwuchsförderung im MINT-Bereich oder zur nachhaltigen Entwicklung herstellen. Mit Stolz dürfen wir sagen, die Schweiz befindet sich in Sachen Bildung, Forschung und Innovation in einer bemerkenswert guten Ausgangslage. Beinahe egal, welchen Indikator wir zur internationalen Leistungsmessung im sogenannten BFI-Bereich heranziehen. Unser Land befindet sich, wenn nicht ganz zu oberst, dann sicher in der Spitzengruppe. Ich möchte dies an einem Beispiel verdeutlichen. Das World Talent Ranking evaluiert die Fähigkeit von 63 Ländern, qualifizierte Fachkräfte auszubilden, anzuziehen und zu halten. Die Schweiz belegte im vergangenen Jahr bereits zum vierten Mal den ersten Platz. Solche Studien sind natürlich mit der gebotenen Distanz zu lesen und zu genießen.
aber sie geben durchaus nützliche Hinweise auf ein Umfeld, in welchem augenscheinlich vieles stimmt. Das World Talent Ranking nennt für die hervorragende Platzierung der Schweiz, verkürzt gesagt, zwei Gründe. Erstens das hochwertige Bildungssystem. Sowohl hinsichtlich Hochschulstudium wie auch Berufslehre erhält die Schweiz Bestnoten. Zweitens die hohe Attraktivität für ausländische Arbeitskräfte, die insbesondere durch die Faktoren Lebensqualität und Entlöhnung zustande kommt. Beispiele, welche die internationale Spitzenposition der Schweiz im BFI-Bereich belegen, gäbe es viele. Ich verzichte aber darauf, hier an dieser Stelle noch weitere anzufügen. Vielmehr möchte ich darauf eingehen, wie wir es anstellen wollen, damit solche höchst erfreulichen Noten auch in Zukunft erhalten werden können. In den kommenden Jahren haben wir mit der BFI-Botschaft 2021 bis 2024 die Grundlagen gelegt für die BFI-Politik der nächsten Jahre. Ziel unserer BFI-Politik ist es, mit gesamtsystemischer Sicht den vielfältigen Akteuren im BFI-Bereich auch künftig möglichst ideale Rahmenbedingungen für ihr Tun und Handeln bereitzustellen. Hierzu setzt der Bund auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Kantonen, der Privatwirtschaft, den Hochschulen, den Verbundpartnern, der Berufsbildung und vielen weiteren Akteuren. Auch selbstverständlich über die Landesgrenzen hinaus. Es ist mir ein Anliegen zu betonen, der Erfolg des BFI-Systems gründet sowohl auf der hohen Autonomie und dem Engagement der einzelnen Partner und Interessensgruppen, als auch auf dem kohärenten und komplementären Zusammenspiel aller Beteiligten. Und mit Engagement meine ich durchaus auch das finanzielle Engagement. Die Kantone und die Privatwirtschaft tragen den weit größten Teil der gesamtschweizerischen BFI-Kosten. Der Bund kofinanziert die Berufsbildung und die kantonalen Hochschulen. Er führt den erfolgreichen ETH-Bereich und er ist wichtigster öffentlicher Förderer der Forschung auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene. Er hat seine primäre Rolle aber in der eines Enablers. Als solcher hat er den Anspruch, für die Akteure möglichst gute politische Rahmenbedingungen zu schaffen. Die, denken wir an das drängende EU-Dossier, über den BFI-Bereich hinausgehen. Sehr geehrte Damen und Herren, mit Beginn dieses Jahres hat für uns eine neue vierjährige Förderperiode begonnen. Für die Jahre 2021 bis 2024 haben die eidgenössischen Räte gut 28 Milliarden Franken gesprochen, also rund 7 Milliarden Franken pro Jahr. Damit ist die BFI-Politik eine Priorität im politischen Handeln auf Bundesebene. Als Leitsatz dient uns in diesen vier Jahren das Ziel, die Schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und Innovation und nutzt die Chancen der Digitalisierung. Für die Jahre 2021 bis 2024 hat der Bundesrat drei Themen definiert, denen über alle Förderbereiche hinweg besondere Beachtung geschenkt wird. Es sind dies die Digitalisierung, die nachhaltige Entwicklung und die Chancengerechtigkeit. Ich bin überzeugt, es ist richtig und wichtig, hier Schwerpunkte zu legen. Wir wollen unser Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem zukunftsgerichtet weiterentwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Herausforderungen proaktiv angehen. Ich möchte Ihnen unsere bundesseitige Überlegungen und Maßnahmen zu zwei dieser Themen darlegen. Erstens die nachhaltige Entwicklung und hier kann ich auch anknüpfen an die Frage, die Botschafter Frütiger gestellt wurde. Mit der BFI-Politik will der Bund einen aktiven Beitrag zur Umsetzung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO sowie zur Agenda 2030 des Bundes leisten. Ich gebe Ihnen hierzu ein Beispiel aus der Berufsbildung. Unser Staatssekretariat hat in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Partnern die Orientierungshilfe Nachhaltige Entwicklung erarbeitet. Diese dient den Trägerschaften der beruflichen Grundbildung und der höheren Berufsbildung als Hilfsmittel in der Berufsentwicklung.
Das Ziel ist es, alle Berufsqualifikationen optimal auf das Erfordernis einer nachhaltigen Entwicklung auszurichten. Zweitens, Chancengerechtigkeit. Im Rahmen seiner BFI-Politik trägt der Bund dazu bei, dass Individuen ihr Begabungspotenzial vollständig entfalten können und Benachteiligungen verringert werden. Dadurch leistet er zudem einen wichtigen Beitrag zur besseren Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzials, was sehr wichtig ist, gerade auch im Ingenieurbereich. Ich möchte Ihnen ein Beispiel betreffend Chancengleichheit von Mann und Frau geben. Denn auch der Ingenieurberuf steht vor der Herausforderung, den Frauenanteil langfristig zu erhöhen und damit gleichzeitig dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften, SATW, die vom Bund mandatiert und finanziert wird, hat diverse Studien zur Selbstkompetenz von Mädchen in puncto Technik durchgeführt. Daraus resultiert der MINT-Nachwuchsbarometer. Ebenfalls hat die SATW das Mentoring-Programm Swiss Tech Ladies lanciert. Ziel ist es, bei Jugendlichen das Interesse für MINT-Disziplinen zu wecken und insbesondere technisch begabte Mädchen gezielt zu fördern. MINT und Nachwuchsförderung sind Themen, die auch Sie beschäftigen. Ich kann Ihnen versichern, seitens Bund unterstützen wir unsere Partner dabei, wirksame Maßnahmen zu ergreifen. So hat beispielsweise der Verbund der Akademien Schweiz in der Förderperiode 21 bis 24 die Aufgabe, Nachwuchsförderung im MINT-Bereich zu betreiben. Dazu gehören Motivierungs- und Sensibilisierungsaktivitäten für Jugendliche, ebenso wie schulergänzende Angebote oder die Vernetzung der Akteure. Auch die Schweizer Hochschulen legen für die Jahre 2021 bis 2024 einen Schwerpunkt auf die Förderung des Nachwuchses in den Bereichen mit Fachkräftemangeln, Humanmedizin, MINT, Gesundheit. Im MINT-Bereich zielen die Maßnahmen auf eine Erhöhung der Anzahl Studienabschlüsse und des Frauenanteils. Letzteres beispielsweise durch den Ausbau von Teilzeit- und berufsbegleitenden Studiengängen. Einen wichtigen Grundsatz der BFI-Politik möchte ich mit Blick auf die Ingenieurzukunft speziell vertiefen. Und zwar die optimale Passung zwischen Bildung und Arbeitsmarkt. Das stark auf die Berufsbildung abgestützte Schweizer Bildungssystem zeichnet sich dadurch aus, dass es für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Individuen und der Arbeitswelt entsprechende Angebote zur Verfügung stellt. Ein Berufsbildungsabschluss attestiert Berufs- und Arbeitsmarktfähigkeit. Dies ist mit ein Grund für die im internationalen Vergleich tiefe Arbeitslosenquote in der Schweiz, insbesondere eben bei Jugendlichen. Ebenso bereiten die Fachhochschulen in der Regel auf einen berufsqualifizierenden Abschluss vor. Durch die engen Verbindungen mit dem Arbeitsmarkt ist sichergestellt, dass die Absolventinnen und Absolventen über zeitgemäße Kompetenzen verfügen. Dadurch steht den Unternehmen ein Mix aus qualifizierten Fachkräften mit unterschiedlichen Profilen zur Verfügung. Zu diesem Mix tragen natürlich auch die Absolventinnen und Absolventen der ETHs und der universitären Hochschulen bei. Der Bund setzt sich im Rahmen seiner Kompetenz für optimale Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungsstufen sowie auch horizontal entsprechend ein. Die Durchlässigkeit unseres Bildungssystems ist ein wesentlicher Teil unseres Erfolgs. Es soll uns damit weiterhin gelingen, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, und dafür sind wir auf unsere Partner angewiesen. Das Engagement der großen, mittleren und kleinen Unternehmen und der Berufsverbände in der Berufs- und Weiterbildung ist essentiell, damit wir weiterhin Fachkräfte in genügender Anzahl auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen können, dass eben Angebot und Nachfrage möglichst gut zusammenpassen. Wir haben in der Schweiz das große Privileg, frei entscheiden zu können, in welchem Beruf wir unsere Stärken und unser Können entfalten möchten. Gleichzeitig ist ein eingeschlagener Weg keine Einbahnstraße.
Das wissen wohl möglich einige von Ihnen, die auch einen Werdegang haben, der eben über Umwege zum Ingenieurabschluss und zur Ingenieurtätigkeit geführt hat. Solche Freiräume und die dafür notwendigen Voraussetzungen für Institutionen ebenso wie für die Individuen zu schaffen, dies ist das Ziel der BFI-Politik des Bundes. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass diese Freiräume genutzt werden dürfen und sollen. Neue Ansätze zu entwickeln, um mit aktuellen Herausforderungen umzugehen, ist eine Aufgabe, die bottom-up durch die BFI-Akteure selber zu erfolgen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, mit einem gemeinsamen Engagement tragen wir unserem erfolgreichen Bildungs-, Forschungs- und Innovationssystem heute und in Zukunft Sorge. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, noch allfällige Fragen zu beantworten. Ja, herzlichen Dank. Martina Hirayama. Und dann möchte ich gerade zu Lea Cusano wechseln. Was haben wir hier für Fragen? Ja, Frau Hirayama, Sie haben viel über die Swissness und die Schweizer Innovation im Bildungs- und Forschungsbereich gesprochen. Die Frage ist, kann die Schweiz überhaupt noch im globalen Forschungs- und Bildungsmarkt mithalten? Und wenn ja, was ist Ihr USP? Also ich glaube, man muss hier gut die Vielfalt unseres Bildungssystems anschauen. 2/3 der jungen Leute in der Schweiz entscheiden sich in einer Berufsbildung, ihre Karriere zu starten. Und dort ist ein ganz wesentliches Element der Praxisanteil, die Praxisausbildung in den Unternehmen. Hier gibt es keine internationalen Angebote, die hier entsprechend kompetitiv werden. Aber was wir unbedingt tun müssen in diesem Bereich, wir müssen den internationalen Austausch fördern, dass die jungen Menschen in der Berufsbildung auch mal ein halbes Jahr ins Ausland gehen können und in einem Unternehmen und einer Schule vor Ort entsprechend Erfahrung sammeln können. Hier gibt es schon einige Möglichkeiten, aber doch noch deutliches Potenzial, das zu intensivieren. Im Hochschulbereich ist es selbstverständlich anders. Dort gibt es viele internationale Angebote, gerade auch im Distance Learning. Und wir sehen ja jetzt in den Zeiten von Covid-19, dass auch unsere in der Schweiz immatrikulierten Studierenden in der Regel leider noch hauptsächlich aus Distanz lernen müssen. Aber auch das wird sich sicher wieder ändern. Ich denke, es ist gut, dass wir diesen internationalen Wettbewerb haben. Und das spornt auch unsere Akteure an. Aber wir sind auch hier im Hochschulbereich sehr gut aufgestellt und haben einen guten Weg, wie unsere Hochschulen auch Forschung und Lehre miteinander verbinden, was ein ganz wichtiges Element ist, weil die Lehre im Hochschulbereich profitiert ganz wesentlich von der erstklassigen Forschungsaktivität, die in der Schweiz möglich ist. Also das duale Bildungssystem als USP, aber dort sollte man noch ein bisschen die internationale Ausrichtung fördern, so wie an den Hochschulen auch. Danke. Dann haben Sie auch davon gesprochen, dass es 3 Schwerpunkte gibt, die nachhaltige Entwicklung, Digitalisierung und Chancengerechtigkeit seitens des SBFI. Haben die Studien erwähnt, die MINT-Nachwuchsförderungsprogramme für Mädchen seitens der SATW, glaube ich. Mhm. Hier 2 kleine Fragen, die zusammenhängen. Reicht so ein Nachwuchsförderungsprogramm und ist ein Programm für Jugendliche nicht ein bisschen spät, um die Mädchen für MINT-Themen zu begeistern? Also die Initiativen setzen sehr früh an, weil man eben in Studien festgestellt hat, dass die Begeisterung für den MINT-Bereich in sehr jungen Jahren, zum Teil schon eben vor der Schule geweckt wird, aber dann ganz sicher während der obligatorischen Schule. Und das reicht nicht, wenn man bei der Berufswahl oder der Studienwahl erst zeigt, was es für Möglichkeiten gibt. Also man versucht hier viel zu machen. Man sieht auch, dass das Ganze erfolgreich ist. Also der Anteil MINT-Studierender ist überproportional gewachsen in den letzten Jahren.
Aber nein, es reicht nicht. Wir müssen hier noch einiges tun. Aber vor allem braucht es, denke ich, auch eine Veränderung in der Gesellschaft, eine Valorisierung eben auch dieser MINT-Berufe und der Aktivitäten im MINT-Bereich und eine Selbstverständlichkeit, dass auch Frauen sich für MINT-Berufe entscheiden. Und wenn man ins Ausland schaut, dann sieht man, dass das nicht überall so ist wie bei uns in der Schweiz. Und es hat eben sehr viel auch mit gesellschaftlicher Verankerung zu tun. Und gesellschaftliche Verankerung, das erreicht man nicht über Nacht, das braucht auch Zeit. Ich denke, wir haben uns auf einen guten Weg gemacht, den es aber noch ein ganzes Stück gemeinsam zu gehen gilt. Herzlichen Dank. Dranbleiben heißt es also. Genau. Ja, also herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich jetzt offiziell bei allen Referenten für die sehr persönlichen Eindrücke, für ihre Strategien, für ihre Visionen und natürlich, dass sie am Engineers Day mitmachen. Herzlichen Dank. Dann zudem danke ich den Verbänden, den Schweizer Verbänden, SIA, USIG, SWIN, INC, CH, SATW und Swiss Engineering STV dafür, dass sie diesen Anlass finanziell und ideell unterstützen und dass sie sich täglich für uns, uns Ingenieurinnen und Ingenieure einsetzen. Herzlichen Dank. Weiter danke ich den Golddonatoren, die mit Engagement und finanziell den Engineers Day unterstützen. Sie sehen sie eingeblendet. Ein großer Dank gebührt auch unserem Patronatspräsidenten, dem Bundespräsidenten Guy Parmelin und natürlich den beiden Departementen des Bundes, zum einen das für Wirtschaft, Bildung und Forschung und zum anderen das für auswärtige Angelegenheiten. Und da möchte ich mich natürlich auch für Ihr großes Engagement bedanken und zum anderen für die Referate, die exzellenten Referate, die wir heute hier gehört haben. Zudem möchte ich mich bei allen Organisatoren, Aktivpartnern, Helfern dafür bedanken, dass die ganz vielen Events, die heute stattfinden, durch ihren unermüdlichen Einsatz und Initiative zustande gekommen sind. Also vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Engineers Day am 4. März 2022.